Regionale Produkte, gerne Bio und wissen, woher etwas kommt. Diese Fragen stehen inzwischen ja weit oben auf dem Einkaufszettel und werden hier natürlich ganz besonders erfüllt, auf dem Wochenmarkt. Aber mal ehrlich, neben all den vielen Fragen rund um die Produkte, wer hat sich schon mal gefragt, wie es auf der anderen Seite des Standes eigentlich aussieht und wie es den Händlern geht? Unsere Reporterin Anita Theis, die wollte genau das herausfinden, hat sich einen Tag lang als Marktfrau am Bodensee versucht. Wechselgeld rausgeben fällt mir schwer. Was hat sie dir gegeben? 20,06 € hat sie dir gegeben, oder was hat sie dir gegeben? 96. Dann kriegt sie also 10 Cent. 10 Cent und eins zurück. Und genau. 1 Euro. Und 1 Euro und 10 Euro. Kopfrechnen ist nicht meine Stärke. Da wird meine Mathematikkenntnis geprüft hier. Zum Glück hilft mir Marina Kessler. Sie ist heute meine Chefin. Ich verkaufe einen Tag Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt in Radolfzell am Bodensee. Die gelernte Gärtnerin und erfahrene Marktfrau gibt mir einen Tipp fürs Kassieren. Also den Schein einfach zwischen die Finger und dann rausgeben und erst wenn fertig ist, wieder das Geld reinmachen. Weil manche sind sich dann auch nicht mehr sicher, was sie gegeben haben. 5 Uhr morgens auf dem Gemüsehof der Familie Kessler in Bohlingen. So kann man Tonnen bewegen. Genau. Super Technik. Ohne großen Aufwand. Mit einem Hubwagen hole ich das frische Gemüse aus dem Kühlhaus. Danach müssen wir den Sprinter beladen. Na, andere Leute gehen ins Fitnessstudio. Das muss man hier nicht machen. Und Frühsportprogramm ist schon erledigt. Ganz einfach. Gemüsekisten heben, kein Problem für mich. Die Holzpalette hingegen eine Herausforderung. Das ist aber nicht ohne so eine Palette. Wo muss die hin? Da zu den anderen mal. Die trägst du einfach so, oder was? Ja. Okay. Schwergewicht. Doch so leicht gebe ich nicht auf. Ich will's wissen. Denn eine richtige Marktfrau muss ja auch anpacken können und sollte nicht allzu zimperlich sein. Marina hat gesagt, zieh dir Klamotten an, die dreckig werden können. Marina und ihre Schwester Jasmin Kessler gehen jeden Samstag zusammen auf den Markt. Früh morgens aufstehen und Kisten schleppen macht den beiden jungen Frauen nichts mehr aus. Also wir sind damit aufgewachsen. Wir sind schon als kleine Kinder immer gern mit auf den Markt gegangen, sind mit Mama und Papa mit, haben mit den Leuten schon geredet und einfach so aufgewachsen. Ich war einfach so drinne. Mit Sprinter und Anhänger geht es weiter zum Markt. Als Belohnung für die morgendlichen Strapazen genießen wir den Sonnenaufgang. Selbst angebautes Verkaufen, für Marina Kessler mehr als nur ein Job. Gerade eben das eigene Gemüse dann an die Leute zu bringen, das macht einfach Spaß. Dann auch die Reaktion von den Leuten zu sehen, wenn sie sich freuen, wenn es wieder eigene Sachen gibt oder wenn es wieder was Frisches, Neues gibt, finde ich einfach schön. Pünktlich 6 Uhr sind wir auf dem Marktplatz. Da am Samstag immer viel los ist, kommen noch 2 Helferinnen hinzu. In wenigen Minuten und nur mit ein paar Handgriffen verwandelt sich der Anhänger im Nu in einen Marktstand. Ich gehe ja öfters auf Flohmärkte, ne? Und da ist es wirklich aufwendiger, bis ich meinen Stand aufgebaut habe. Aber hier läuft es echt wie am Schnürchen. Da der Sprinter nicht auf dem Marktplatz stehen bleiben darf, müssen wir alle Kisten ausladen. Dann kann ich zusammen mit Jasmin den Stand auffüllen. Das viele frische Obst und Gemüse, eine kulinarische Verführung. Mmh, fein. Mmh. Oh, also ehrlich gesagt kriegt man da schon Hunger, ne? Gefrühstückt habe ich gar nichts. Aber du auch nicht. Ich auch nicht, nein. Oh. Bei den Cocktailtomaten kann ich dann doch nicht mehr widerstehen. Das ist nur unser erstes Frühstück. Ja. Was es hier gibt. Ja. Hier wird immer erst gefrühstückt am Strand. Echt? Darf man? Also ja, man darf schon ab und zu was naschen. Geben. Genau. Jedes Gemüse hat eine eigene Nummer. So wie im Supermarkt. Okay, ich hab's langsam drauf. 216. Jetzt wird's hektisch. Lange suchen ist nicht drin. Am besten, man lernt die Nummern auswendig. 29. Brokkoli ist 29, ne? Auch hier unterstützt mich Marina, wenn ich mal nicht weiter weiß. Dann draufdrücken, dann ist es gespeichert. Oh, wie soll man sich diese ganzen Nummern merken? Das ist gleich im Kopf. Also gerade die Sachen, wofür gehen, die hat man gleich im Kopf. Das ist der Lernsache.
Ob Fenchel, Salat, Kartoffeln oder Radieschen, auf dem Wochenmarkt legt die Kundschaft viel Wert auf Regionalität, auch wenn es etwas teurer ist als im Supermarkt. Die regionalen Produkte liegen uns halt einfach auch mehr am Herz und auch die Leute, die das machen. Einfach weil es lokal ist und weil es biologisch ist. Weil es so ein großes Angebot hat, nicht? Und frisch ist. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gewinne ich schon bald ein bisschen Routine. Was darf ich Ihnen denn geben? Was haben wir denn für Äpfel? Wie viel? Gänse, hast du 6 Stück. Soll ich das Grün abmachen? Ja, bitte. Okay. Zucchini, Fenchel, Lauch, Tomaten, ne? Ja. 26,3. Ja. Auch passendes Wechselgeld rausgeben fällt mir immer leichter. Obwohl ich heute das erste Mal am Gemüsestand verkaufe, sind Marina Kessler und ihre Kunden mit mir zufrieden. Darf es noch was sein? Habe ich alles. Das ist wunderbar. Das ist wie gelernt. Ne? Das ist ja mal ein Kompliment. Ne? Nummern suchen, Kopfrechnen und Gemüsekisten hieven. Mein Tag als Marktfrau war zwar anstrengend, trotzdem hat es mir viel Spaß gemacht.